So, hey, herzlich willkommen. Muss ich mich fast hinsetzen da? Ah. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Schön, dass du hier bist. Und heute nehme ich dich mit. Du bist hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes Ungerer. Herzlich willkommen. Ich habe viel Planung jetzt die letzten Tage hier auf den heutigen Tag gesteckt und heute ist es soweit. Wir werden heute nach Dachau fahren und werden dort in der Zulassungsstelle von den Fahrzeugen, Kfz, werden wir jetzt solche Ausfuhrkennzeichen organisieren für mein Auto. Und damit werde ich dann über die Grenze in die Schweiz fahren und das Auto jetzt auch noch in die Schweiz holen. Ich bin Anfang des Jahres in die Schweiz ausgewandert zum Jahreswechsel und mein Auto brauche ich natürlich auch, sonst kann ich mich dort nicht bewegen und deswegen machen wir das heute. Heute setzen wir das um. Erstmal die Kennzeichen holen, dann holen wir das Auto noch ab und ja, vielleicht gehen wir noch ein bisschen was essen oder so. Die Marina wird am Anfang auch dabei sein, die wird mich dann aber gegen Mitte des Tages verlassen und das klingt ja heftig und dann begleiten wir oder dann begleitet nur noch ihr mich mit der Kamera und das ist eigentlich alles, ja, das ist eigentlich alles, das ist alles, ja, okay, alles gesagt, los geht's. So, das hat geklappt. Die Kennzeichen sind da. Damit kann ich jetzt weiterfahren. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Shoutout an der Stelle an die Zulassungsstelle in Dachau. Das war jetzt richtig cool. Ich war auf jeden Fall in diesem Fall ein absoluter Spezialauftrag, sage ich einfach mal. Jetzt werde ich gerade angerufen. Hi Schatz! Hi Schatz, ich bin 5 Minuten fertig zu essen. Ah, perfekt, ja, ich bin gerade schon auf dem Fußweg. 2 Minuten noch, dann bin ich beim Essen. Okay, super, perfekt. Okay, alles klar. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Tschüss. Genau, also Shoutout an die Zulassungsstelle in Dachau. Das war so cool. In meinem Fall war es jetzt super speziell. Dadurch, dass eben Wohnsitz in der Schweiz ist und nicht mehr hier in Dachau und gleichzeitig das Auto abgemeldet ist und oh, einfach viele verschiedene Sachen. Mein Fahrzeugschein, also dieser Fahrzeugschein, nicht dabei war und auf jeden Fall, sie haben es so gut gemacht. Einfach top. Und jetzt habe ich meine Kennzeichen und hier gibt es das Essen. Cool. Cool, ja. Danke dir. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ja. Ja, ich habe den Winter über habe ich jetzt meine Garage renoviert. Okay. Weil ja den Platz hatte ja. Jetzt. Das war eine tolle Gelegenheit. Perfekt. Wow, cool. Also, ich bin angekommen. Ich bin jetzt hier in dem Haus, wo ab Mai die Bootcamps von der Ungerer & Partners GmbH stattfinden werden hier in der Schweiz. Du siehst viel Holz. Ich bin jetzt gerade hier in so einem kleinen Nebenraum. Es ist alles noch so, wie ich das Haus übernommen habe. Das wird natürlich noch eingerichtet und angepasst, abgestimmt auf unser Vorhaben hier. Ja, ich hatte jetzt eine wirklich gute Reise. Ich bin dann, jetzt muss ich mal überlegen, wann war denn das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe? Genau,
Ich erkläre noch mal ein bisschen was dazu. Ich hatte jetzt seit letzten Jahr gegen Herbst, Ende Herbst, habe ich mein Fahrzeug in ein Autohaus gegeben. Mein Plan war ursprünglich, das zu verkaufen. Es hat sich dann aber so von der wirtschaftlichen Lage her entwickelt, das hat mir zumindest der Inhaber des Autohauses gesagt, dass ja sehr viel weniger Kaufbereitschaft da war. Eben auch gerade bei Luxusklasse, alles was sozusagen ja über 80, 90.000 geht, meinte er, sei zumindest in seinem Autohaus sehr viel weniger Zulauf gewesen, was auch damit zusammenhängt, dass eben der Leitzins angehoben wurde und die Kredite wesentlich teurer geworden sind und dadurch viel weniger Menschen in der Lage sind, sich ein Auto zu finanzieren. Und dadurch, ja, es einfach auch sehr wenig Nachfrage jetzt zu der Zeit gab. Ich habe das jetzt für mich so gelöst. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, weil sich das Ganze auch die letzten Monate so entwickelt hat, dass ich immer mehr gemerkt habe, wie sehr ich dann doch an diesem Auto hänge und wie gern ich doch tatsächlich damit fahre und wie gut ich mich darin fühle in dem Auto. Und deswegen war ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so böse, dass es nicht so viel Zulauf gab und ich jetzt einfach mein Auto wieder abholen konnte. Und das habe ich heute gemacht. Du hast die Eindrücke ja gesehen aus dem Autohaus. Habe ich ein bisschen was aufgenommen mit dem Inhaber auch. Und das war richtig cool. Wir hatten ein richtig, richtig gutes Gespräch. Ich liebe es so sehr, mit Unternehmern mich zu connecten und auszutauschen. Ich liebe es, die Geschichten zu hören aus seiner Erfahrung, was der so erlebt. Ich liebe es, da jedes Mal was Neues zu lernen, immer neue Kontakte zu knüpfen, das natürlich auch zu verbinden mit meiner Beratungsfirma, dass ich Unternehmern helfe und gleichzeitig aber auch Beratern helfe und diese Menschen einfach miteinander verbinde. Das ist einfach schön, da was gefunden zu haben, wo ich meine Stärken wirklich einsetzen kann. Danach ging es dann weiter. Ich bin dann von dort, das war jetzt dann bei Stuttgart in der Nähe, in Marbach heißt es. Vielleicht kennt ihr den Ort ja. Das Autocenter heißt Autocenter Schwab. Und von dort bin ich dann hierher gefahren in die Schweiz. Das heißt, ungefähr 3,5 Stunden bin ich jetzt gefahren und bin jetzt dann hier im Haus angekommen, wo wir eben ab Mai die Bootcamps machen werden von der Unternehmensberatung. Und jetzt sitze ich hier und es ist ungefähr 22:30 Uhr. Und ich bin heil angekommen, habe gerade schon meiner Frau geschrieben, dass ich gut angekommen bin und dass sie auch sozusagen, ja, mit einem guten Gefühl jetzt schlafen gehen kann, dass sie weiß, ich bin sicher und heil hier angekommen. Ich drehe jetzt einmal die Kamera, dann siehst du mal, wie es hier aussieht. Ich sitze hier, habe jetzt gerade hier mit so einer Creme. Wir waren jetzt die letzten Tage auf Mykonos in Griechenland und jetzt habe ich hier so einen Schriftzug mir stechen lassen in den Fuß. Winner, also Gewinner auf Englisch. Und da habe ich jetzt hier so eine Creme dazu. Na? Magst du scharf stellen? Complete Aftercare Solution. Die soll ich da jetzt 2, 3 Wochen dreimal am Tag drauf schmieren. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Und ansonsten ist jetzt der Plan der, dass ich hier noch was zu Abend esse. Ich habe wirklich sehr wenig heute gegessen. Ich merke richtig, wie mein ganzer Körper das ganze System umgestellt hat und hier total in den Fastenmodus eingestiegen ist. Aber das wird sich dann jetzt gleich ändern. Denn ich habe hier richtig schön eingekauft, vorhin beim Netto, neben der Tankstelle. Bauernkartoffelsalat haben wir hier. Eine Butter. Da gehört natürlich auch ein Brot dazu. Hier haben wir ein Laibbrot. Ein paar Karotten. Leider gab es jetzt keine großen mehr. Ich wollte eigentlich große, aber die gab es, wenn dann, nur in 1 oder 2 Kilo Packungen. Und da ich jetzt gerade mal nur 3 Tage da bin, brauche ich das nicht. Das wäre jetzt viel zu viel Schlepperei gewesen. Deswegen die kleinen. Hier ein paar Bananen für morgen früh vor allem. Paar Proteine hier. Quark. Das habe ich jetzt von meinem Mentor gelernt. Da kaufe ich immer den mit möglichst viel Fettanteil, 40% Fett. Das ist so das Beste. Ja, und hier auch auf 100 Gramm haben wir
9 Gramm Eiweiß, das ist wirklich klasse. Da kann man mit so einem kleinen Pack, das kann man ohne weiteres auf einen Schlag essen, hast hier gleich deine 25 Gramm Eiweiß drin, das ist echt klasse. Habe ich noch einen zweiten, ich nehme mal einen pro Tag, so als Standard, Faustregel. Ein bisschen an Aufstrich bzw. Salami fürs Brot. Butter, Brot, Salami. Und dann haben wir hier noch was. Da habe ich jetzt die schweren Sachen drin. Schwere Sachen immer in den Tragebeutel. Kann man leichter tragen. Hier Apfelsaft. Sogar Bio. Klasse. Das war jetzt so mein Treat. Da hatte ich jetzt Bock drauf im wahrsten Sinne des Wortes. Dann einmal Käse, Emmentaler. Das esse ich immer einfach zum Brot, Butter und dann Käse oder Wurst oder beides. Das ist genial, ich liebe das. Ups. Dann einmal Milch, Bergbauernmilch, hier wieder schön mit Fett, hier voll Fett. Schmeckt einfach am besten, ist am gesündesten, passt das Beste. Ein paar saure Gurken, die lege ich mir gerne aufs Käsebrot. Habe ich ebenfalls von meinem Mentor Adolf gelernt. Und dann 2 Bier. Ich überlege jetzt, vielleicht mache ich mir gleich eins auf oder morgen. Ich habe nämlich morgen noch einen Geschäftstermin, dann hätte ich noch was zu feiern. So, muss ich mal überlegen. Jeden Abend vielleicht eins. Eine Gurke. Und, habe ich noch was? Ja, irgendwas habe ich noch. Ein Apfel. Cool. Genau, das ist so mein Einkauf für hier 2-3 Tage, die ich hier jetzt verbringe. Hier ist die Liste dazu. Ich habe jetzt nicht alles eingekauft, das war jetzt die Liste vom letzten Mal. Das ist so ein super cooler Einkauf, wenn man mal so 3-4 Tage unterwegs ist, campen geht oder so. Beziehungsweise campen ist eigentlich nochmal eine andere Sache. Ich habe ja hier ein Haus und so, da brauche ich nicht so viel. Und unten habe ich dann hingeschrieben, nicht durchstreichen, sondern einfach nur abhaken. Das hat nämlich den Grund, wenn ich jetzt durchgestrichen hätte, letztes Mal, dann hätte ich es heute nicht mehr lesen können. Damit, dass ich es jetzt einfach nur abgehakt habe, konnte ich heute denselben Zettel wieder verwenden und habe Zeit gespart. So, so viel dazu. Ich lasse ihn jetzt gut gehen. Nach dem wirklich, ja, sehr erfolgreichen Tag, der sehr turbulent war, einfach weil ich viel unterwegs war, aber im Endeffekt super gut funktioniert hat alles und einfach gut verlaufen ist. Cool. Ich nehme euch hier mal mit. Cool. Hier richtig schön. Ich blende hier mal ein Bild ein, wie es vorher war. Hier hat bereits ein Handwerker die komplette Vertäfelung gemacht von den Wänden. Richtig schön. Richtig, richtig toll geworden. Hat er wirklich sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Cool. Ja, alles noch sehr, sehr roh hier. Der Boden muss auf jeden Fall hier abgeschleift werden. Die Wände natürlich auch gereinigt zumindest. Dann ist dieser Raum auch soweit. Sehr gut. Das ist übrigens das sogenannte Ausfuhrkennzeichen. Es war mir ganz neu, dass es so etwas gibt, aber hat jetzt wunderbar gepasst. Das Auto war über den Winter abgemeldet und jetzt konnte ich es mit diesem Ausfuhrkennzeichen wieder anmelden. Das ist jetzt einen Monat lang gültig bis zum 5. April. Und ja, damit komme ich jetzt von A nach B. Sehr praktisch. Und jetzt geht's zum Termin, zum eigentlich
wichtigsten Termin, für den ich hierher gekommen bin, werdet ihr gleich sehen. Ich habe hier schon die Dokumente, beziehungsweise, na, das sind die vom Auto. Im Auto sind die Dokumente für den Termin. Jetzt gleich in Appenzell. So, der Termin ist abgeschlossen. Ich blende dir hier mal noch ein Foto ein. Wie du siehst, es war ein Erfolg. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk bekommen. Was war das jetzt für ein Termin? Ich habe jetzt hier in der Schweiz eine Firma gegründet, gleichnamig mit der deutschen Firma Ungerer & Partners GmbH. Und diese Firma werden wir dann jetzt hier nutzen für die Bootcamps und für die Beratungen, die wir hier in der Schweiz durchführen. Hier siehst du das Amt, wo sowohl die Stellen für die Wohnsitznahme sind, als auch für Gründung, Handelsregisteramt, Volksdepartement heißt es hier. Es ist wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre in Appenzell. Ein sehr, sehr, sehr schöner Ort. Und vor allem, und das ist auch so der größte Unterschied zu Deutschland, der Rhythmus, wie man hier Geschäfte macht, ist ganz, ganz anders als in Deutschland. Es ist nicht so dieses, ich muss das jetzt machen und ich muss das jetzt durchdrücken, sondern hier geht wirklich Handschlagmentalität. Das siehst du hier an den Statuen, wenn du nach Appenzell reinfährst. Da siehst du eine große Statue von zwei Männern, die sich die Hand reichen. Du merkst es aber auch, denn es wird gelebt. Hier wird diese Handschlagmentalität wirklich gelebt und ich liebe das. Ich liebe das, wenn es wird schon alles sehr genau genommen. Das ist jetzt nicht so, als würde man so mit Augenzwinkern einen Handschlag machen und irgendwelche krummen Dinger, sondern nein, es wird schon genau genommen. Du musst auch deine Dokumente parat haben. Du musst gut vorbereitet sein, um ernst genommen zu werden. Aber dieses große Ganze, um das es hier geht, das ist so eine tiefe Urverbindung und das ist das, was ich mit dieser Handschlagmentalität meine. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich intuitiv diesen Standort erwählt habe für die Beratungsaktivitäten, die hier stattfinden werden.
Hier, das ist das Büro. Provisorisch natürlich für die Übergangszeit, bis hier alles bezugsfertig ist. So, und da gehen wir jetzt hoch. Da oben, jetzt mittig im Bild. Hinter den Bäumen so leicht versteckt. Das ist der Ruhesitz. Von dort hat man einen wunderschönen Blick auf mein Haus und auch auf die Ortschaft. Hier vorne die Ortschaft Brüdisau und auch über Weißbad und Appenzell. Ich bin jetzt hier gerade beim Stärken und ich habe etwas herausgefunden. Das hier schmeckt absolut genial. Brot, ganz normales Bauernbrot mit Butter. Mache ruhig ordentlich Butter drauf und dann hier zwei Scheiben Käse und dann auch ordentlich Salami und dann so eine Gewürzgurke einmal komplett drüber. Die eine Hälfte habe ich schon gegessen. Oh mein Gott, das ist so lecker. Das musst du mal probieren. Kann ich sehr empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Sehr, sehr, sehr lecker. So, hier habe ich jetzt tatsächlich meine Frage an die Community. Und zwar habe ich gestern im Kachelofen eine Kerze reingestellt, gestern Abend. Hier ist die dann abgebrannt. Und jetzt habe ich das Problem, dass das ganze Wachs, wie man sieht, in alle Richtungen weggeflossen ist. Und ich habe mir schon gedacht, dass das passiert, aber ich kenne das von zu Hause, dass wenn du irgendwo ein bisschen Wachs hast, du kannst es einfach abmachen und es geht ganz einfach, aber irgendwie, hier ist es anders, hier ist es nicht so. Das ist in alle Richtungen geflossen und man kriegt es sau schwer ab. Hat da irgendjemand eine Idee oder einen Tipp oder einen Erfahrungswert, wie man sowas jetzt wegbekommt? Wie kriege ich denn das jetzt weg? Also ich wäre sehr, sehr dankbar. Schreibt mir einfach mal eine E-Mail oder so. Danke. So, jetzt einmal in der vollen Pracht. Wahnsinn, ha? Das ist doch geil. Also, an Gurden. Na, wer sieht ihn? Da geht's hin. Also, wir haben was vor uns. Es gibt zwei verschiedene Wege, die auch ausgeschildert sind. Der eine Weg ist ausgeschildert mit 1:10 und der andere Weg ist ausgeschildert mit 1:30. Ich werde so lange nicht brauchen. Letztes Mal, glaube ich, bin ich knapp 50 Minuten gegangen auf der Strecke, für die 1:10 prognostiziert ist. Also ja, das ist machbar. Geht auch schneller als das, was das System vorgibt. Denn wir alle haben die Wahl, entweder wir gehen durchs System oder
Wir befreien uns von dieser Schmach. Und sind unabhängig. Ich glaube gar nicht, wie viel Gepäckgewicht man spart, wenn man so ein Ding dabei hat. Du musst kein Wasser mehr schleppen, weil du an jedem Fluss oder Druck dir das einfach zapfen kannst. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wir sind bei dir. Vielleicht noch 15 Minuten, maximal 20. Let's go. Seit gestern ist sehr viel Zeit vergangen, es ist jetzt schon der nächste Morgen, kurz vor 7, Moment, 6 vor 7 um genau zu sein, und jetzt haben wir noch eine ganz andere Sache vor, nämlich gibt es eine Einladung, der wir heute früh nachkommen, von der Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung Appenzell. Wurden wir zum Unternehmerfrühstück eingeladen. Da fahren wir jetzt heute hin und nutzen diese Gelegenheit, hier mal als Unternehmer anzukommen und hier mit anderen Unternehmern uns zu connecten und auch hier mal den Rat der Menschen kennenzulernen, die hier sich um die Verwaltung kümmern. Da freuen wir uns sehr drauf. Ist uns eine große Ehre, dass wir eingeladen wurden. Ja, wo wir gerade mal hier sind, hier sind wir gerade im Hauptraum. Hier siehst du die Baustelle, die ganze Küche, die alte Küche ist schon raus. Die neue wird dann hier noch eingebaut werden. Dann haben wir hier hinten noch einen Sitzbereich. Natürlich jetzt im Moment noch ganz so, wie es von den Vormietern
hinterlassen wurde. Hier wurde jetzt noch nichts gemacht. Es gibt also noch viel zu tun. So, aber jetzt geht's dann erstmal frühstücken mit den Unternehmern. Ich nehme euch mit. Bis gleich. Ja, ich habe doch jetzt mit den Videos angefangen. Ich dokumentiere doch jetzt immer, was ich so mache, okay, um dann daraus die Videos zu schneiden für YouTube. Okay. Ja, damit beende ich auch hier mit den Vlog für heute. Schön, dass du dabei warst. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns ja mal kennen, vielleicht ja sogar hier in Appenzell, wenn du mal zu einem der Bootcamps kommst. Wie gesagt, wir starten dieses Jahr im Mai mit dem ersten Bootcamps. Die genauen Termine nimmst du einfach der Webseite. Ich verlinke dir das unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns.